Verstanden. Ja, jetzt haben wir 3 Frauen weniger. Sofort. Aber dafür haben wir für die Zukunft ein Stadttor. Ein Karren wurde ausgesandt. So, und da kommt jetzt unser Händler. Holt die Rohstoffe. Also die Wollhemden, also Rohstoffe. Ja, die Wollhemden. Bringt sie ins Lagerhaus. Und fährt dann los mit ihnen zum Zielort. So, währenddessen von unserem Baumeister die Mauer, unsere Stadtmauer hochziehen. Nun wird unsere Siedlung von einer Stadtmauer geschützt und die Siedler sind sicher vor Gefahren. Die Wikinger werden überrascht sein, wenn sie das nächste Mal kommen. Ihr müsst nun das Signalfeuer nördlich von Svenich finden und entzünden. Beim Bate meiner Großmutter. Ihre Stadt verbirgt sich hinter einer Mauer. Ja, das können jetzt die Wikinger vergessen. Wir danken euch für die Lieferung der Wollkleidung. Von jetzt an erachten wir euch als Handelspartner. Bitte besucht unser Lagerhaus, um zu sehen, was wir anzubieten haben. Ja, Banditen sind Feinde. Gut, ich soll jetzt das nächste Signalfeuer finden. Das ist hier oben. Verstanden. Dann reiten wir mal dahin. Ich würde jetzt theoretisch ein Pavillon bauen, um die Stadt zu verschönern. Einfach mal direkt neben der Kirche. Was könnte ich noch bauen? Eine Familienstatue. Gold und Stein haben wir ja genug. So, ihr könnt jetzt übrigens auch wieder die Leute beliefern. So kriegen wir wohl, haben die Wollhemden wenigstens etwas Produktives auch. Besen haben wir mehr als genug. Wir könnten die Leute mal in die Kirche rufen. Mal hoffen, dass sie was anderes essen als die ganze Zeit nur Wurst. Wir haben übrigens viel zu viel Fisch. Weil die Leute einfach keinen Fisch essen wollen. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. Jawohl. Hi. Gucken wir mal, wie viel Wolle haben wir denn noch? 25. Das heißt, es wird langsam mal Zeit, ein bisschen Wolle nachzukaufen. Die haben sich nämlich auch wieder Wollvorräte angeholt. Ja, und auch Weizen haben wir genug. Wir könnten theoretisch eine zweite Bäckerei mit dem Weizen versorgen, da wir aber ja mehr als genug Nahrung haben. Die Leute eh lieber Wurst essen. Errichten wir trotzdem mal eine Bäckerei. Ja, jetzt kommt der kritische Punkt. Sie werden durch das Räubergebiet fahren mit dem Holz. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ja. Unser Handelskarren wurde von Banditen überfallen. Wir benötigen Militär, um unsere Warentransporte zu schützen. Wir sollten einen Schwertschmied und eine Kaserne bauen, um Schwertkämpfer auszubilden. Mhm. Und für das Unterfangen brauchen wir eben Eisen. Das heißt, wir müssen als nächstes das Territorium hier unten erst einnehmen. Und dort Eisen. Und am besten auch das Wild sammeln. Und ihr seht, immer wenn wir Wolle kaufen, steigt der Preis an. Verstanden. Auf euren Befehl.
Aber wir können ja schon mal eine Schwertschmiede errichten. Wenn er es so freundlich sagt. Eisen haben wir halt keins, um sie zu versorgen. Die Bäckerei verbessern. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, und gleich die Schwertkämpferkaserne. Und hier, wo wir uns gerade befinden. Ein Außenposten. Und ja, es kommen jetzt mittlerweile sehr viele Steuereintreiber. Es ist uns gelungen, einen Schwertschmied und eine Kaserne zu errichten. Ja, wir können theoretisch die Kaserne weiter upgraden. Einer wird uns allerdings reichen. Was wir jetzt bräuchten, wäre halt Eisen. Gar nicht darauf geachtet, wie viel wir durch die Messer eingenommen haben. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ja, haben wir. Das heißt, wir können hier eine Eisenmine errichten und auch gleich eine befestigte Straße an die Eisenmine bauen. Wie ihr wünscht. So. Schon unterwegs. Allgemein mit dem Stein, was wir doch so haben. Unsere Wege upgraden. Geht zum Glück sehr einfach. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Was? Habe ich jetzt die Eisenmine zugebaut oder was? So, dann bauen wir halt die Eisenminenarbeiterhütte direkt dran. Ja gut, das kann passieren, dass man aus Versehen die Ressource zubaut. Was ich halt interessant finde, ist das Soldatenlimit. Weil jedes Squad hat 6 Mann. Und 43 kann man nicht durch 6 teilen. So, ich könnte jetzt theoretisch einen Seifner für die Türkörper herstellen. Wolle habe ich jetzt gerade genug. Oh ja, ich wollte ja noch einen Jäger errichten. Oh, wie komme ich dann an den ran am besten?
So. Ja. So ist gut. Dann kann ich nämlich auch noch einen Seifenmacher errichten hier. Dass wir zum Thema Reinlichkeit auch ein bisschen mehr zu bieten haben. Ich könnte theoretisch auch einen dritten Holzfäller bauen. Aber ich denke, mit dem Holz, was wir gerade haben, kommen wir gut zurecht. Zumal wir eh ziemlich voll sind. Ein Karren wurde ausgesandt. So, verkaufen wir mal etwas Fisch. Wir da aufs erste Eisen warten. Ah, wir könnten eigentlich noch mal ein Fest geben, um Frauen zu kriegen. Aber das machen wir erst, sobald die Soldaten da sind und die nächste Fuhre Holz losgeht. So, jetzt sollten wir eigentlich Eisen haben, dass unsere Schwertschmiede arbeiten können. Jo, haben wir auch. Da kommen sie schon. Wir können ihnen auch mal bei der Arbeit zugucken. So, und jetzt sollten eigentlich schon genug Schwerter da sein, dass unser Waffenmeister sie abholt. Wir sollten unsere Güter für den Handel nutzen. Mhm, sollten wir auch wirklich. Deswegen verkaufe ich auch noch mal Fisch an die da oben. Ein Karren wurde ausgesandt. So, die nächste Ladung Schwerter ist auch fertig. Und ja, ab und zu mal sollte man ein bisschen reinzoomen und die Wurzeln auch zugucken, was hier so betrieben wird. Der zum Beispiel in seinem riesen Fleischwolf jetzt eine Wurst produziert. Ja, und ziemlich grüner Glipsch dann aufsteigt. Oder hier die Besenmacher. So sehen, wie er Besen bindet.